Sie schon wieder? Ja, wir, das Gesetz. Schon getan. Willst du den etwa mitnehmen? Nein. Nach dem Erfolg von Die Rechte und die linke Hand des Teufels hatte mein Vater die Vision zu vier Fäuste für ein Halleluja. Hier geht's im Hosenscheiß und seiner Furzerei. Das klingt recht erwachsen, liegt vielleicht am Knoblauch. Ich hatte mir im Zuge meines Buches mal die Statistiken der erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland vorgenommen. Und da ist es tatsächlich so, dass Vier Fäuste für ein Halleluja auf den gesamten Zeitraum der 70er Jahre gesehen mit ganz großem Abstand der erfolgreichste Film war. Und du machst dir in die Hose und hast nur eine mit, ne? Der Erfolg kam völlig unerwartet, denn normalerweise sind Fortsetzungen immer etwas schlechter besucht als das Original. Also der hat damals wirklich alles gerockt, was ging an der Kinokasse. Der Regisseur hat mich aus Mailand angerufen und gemeint, die Leute flippen hier völlig aus. Das Kino ist komplett überfüllt und es kommen immer mehr Zuschauer. Er schlug ein wie eine Bombe. In Mailand gab es sogar Polizeiaufgebote vor den Kinos, da sich die Leute fast prügelten, um die Vorstellung nicht zu verpassen. Das war die Geburtsstunde des erfolgreichsten Kinoduos aller Zeiten.